Herzlich willkommen, ich zeige dir jetzt, wie du die Windows Tipps 11 starten kannst. Das ist ein Video aus meiner Reihe zu den Grundkompetenzen zu Windows 11. Du gehst ins Startmenü hinein, wie das geht, habe ich dir in einem vorgehenden Video schon gezeigt und tippst einfach Tipps ein. Dann wird das hier eingeblendet, ich klicke drauf und die dementsprechende App wird dann gezeigt und hier bekommst du dann Hinweise zu verschiedenen Möglichkeiten, die dir Windows 11 bietet, zum Beispiel hier zu Tastatur Kurzbefehlen zum Beispiel. Und dann kannst du hier eins nach dem anderen dir aussuchen. Ich gehe wieder her und habe wieder hier weitere Hinweismöglichkeiten. Ja, und das war's schon. Und wir sehen uns sicherlich wieder im nächsten Video, wenn es dann darum geht, Dokumente, Webseiten als PDF zu speichern. Bis bald!